Afrika, der Kilimanjaro, Tansania, die Nationalparks mit ihrer einmaligen Tierwelt. Elefanten, Giraffen, Raubtiere wie die Löwen und natürlich die beeindruckenden Wanderungen der Zebras und Gnus. Eine Erfahrung fürs Leben. Jetzt sind Reisen wieder möglich. Zeit, Ihre ganz persönliche Safari zu planen. Doch warum mit einem europäischen Reiseunternehmen buchen? Mit einem einheimischen Veranstalter kommen Sie den Tieren und ihrer Umwelt näher denn je. Jambo, ich bin Gaspar Somi von Serval Adventure Tansania. Ich freue mich, Ihnen meine Heimat Tansania zu zeigen. Willkommen! Hier auf dem Kilimanjaro Airport startet Ihr großes Abenteuer. Und gleich nach den Einreiseformalitäten lernen Sie Gaspar und seine Freunde von Serval Adventure kennen und werden mit einem sinnvollen Geschenk begrüßt. Auf der Safari muss man Wasser haben. Und wegen der ganzen Umweltprobleme nutzen wir keine Plastikflaschen. Wir haben unsere eigenen mit dem Serval-Logo. Und die ist für Sie. Wir haben unseren Wassertank hier hinten. Bedienen Sie sich. Mit dem Land Rover geht es zur ersten Unterkunft. Je nach Ankunftszeit in oder um die Regionalhauptstadt Arusha oder gleich im Nationalpark, verbunden mit einer ersten Pirschfahrt. Karibu, hier sind wir in der Tarangire Nationalpark. Hier hat man eine Chance, eine große Population für die Elefanten zu sehen. Willkommen! Tatsächlich beherbergt der Tarangire Nationalpark zahlreiche große Elefantenherden. Der Park ist ein kleiner Geheimtipp. Gaspar kennt ihn genau und führt sie zu den besten Stellen. Tarangire hat noch viel mehr zu bieten als die mächtigen Dickhäuter. Der Park ist auch bekannt für die großen Bäume mit ihren merkwürdigen Kronen. Hello, my name is Valerian. I'm working with Serval Adventure. Hier hinter mir steht einer der größten Bäume, die wir haben. Ein Baobab. And in German is known as Affenbrotbaum. On my hands I hold the fruit of Hier habe ich eine Baobab-Frucht und darin sieht man die Samen inmitten von weißem Fruchtfleisch, aus dem man Saft gewinnt. Welcome in my country and enjoy the nature we have here. Hier, mitten im Park, zwischen Baobabs und Akazien, können Sie, wenn Sie mögen, die Nacht verbringen. Begrüßt werden Sie mit einem besonderen Cocktail. Herzlich willkommen in der Baobab-Tented-Camp in der Tarangire-Nationalpark. Und jetzt habe ich einen Fruchtsaft von der Affenbrotbaum. Hinter mir ist unser Tent und hinter unser Tent steht ein Elefanten. Ich empfehle gerne diese Accommodation oder diese Tented Camp, weil es nicht eingezäunt ist. Und die Tiere kommen so nah an die Zelte. Die Zelte sind ideal an die Umwelt angepasst. Strom und warmes Wasser werden direkt hinter dem Zelt gewonnen. Lassen Sie sich vom Äußeren nicht täuschen. Innen sind die Zelte komfortabel eingerichtet. Große Betten, Tisch und Schrank sind Standard.
und es gibt ein vollständig ausgestattetes Bad. Im Camp-Restaurant wird das Abendessen mit Blick auf den abendlichen Nationalpark serviert. Und morgens können Sie einen unvergesslichen Sonnenaufgang erleben. Selbstverständlich führt Gaspar Somi Sie auch in die anderen Nationalparks im Norden Tansanias. Zum Beispiel in den Ngorongoro-Krater mit seiner vielfältigen Tierwelt. Serval Adventure bietet Ihnen dort auch die luxuriöseren Lodges an, wie hier die Ngorongoro Wildlife Lodge oder die Seronera Lodge mit ihrem Naturpool in der berühmten Serengeti. Die quirlige Regionalmetropole Arusha rund um den viel fotografierten Clock Tower. Ganz in der Nähe ist Gaspar geboren und aufgewachsen. Seit seiner Schulzeit ist Tourguide sein Traumberuf. Ich erinnere mich noch gut, auf der Grundschule, da hatten wir eine Lehrerin, die mit einem Driver-Guide verheiratet war. Der hat auch oft Kunden mitgebracht, Musungus. Die haben die Schule angeschaut. Oh, das fand ich interessant. Auf der Sekundarschule, da lernte ich Englisch. Da kam ich meinem Traum schon näher. Ich habe dann auf dem Touristencollege studiert, im zweiten Jahr auch Deutsch. Danach wurde ich Touristenführer. Und 2017 konnte ich meinen Traum erfüllen und wurde mit Serval Adventure selbstständiger Driver Guide. In Arusha hat Serval Adventure mittlerweile ein kleines Büro. Hier beraten die Guides um Gaspar Somi die Gäste, arbeiten ihre maßgeschneiderte Safari aus und planen jede Tour sorgfältig. Sie haben sogar eine Stiftung ins Leben gerufen. Die Serval-Stiftung wurde 2020 von einigen Tourguides gegründet, um tansanische Kinder über Umweltfragen und die heimischen Wildtiere aufzuklären. Mit dem Nele Mische-Projekt der Serval-Stiftung unterrichten wir Schüler über diese Fragen. Ich denke, das ist sehr wichtig für das heutige Leben und die Tourismusbranche. Ganz in diesem Sinne wollen die Guides auch bei ihren Gästen Interesse am Alltagsleben in Tansania wecken. Gaspar führt uns zu einem typischen tansanischen Mittagessen. Ich möchte Ihnen nicht nur die Natur zeigen, sondern auch das Leben der Menschen hier in Tansania. Zum Beispiel bei diesen lokalen Mittagessen. Gestärkt verabschieden wir uns. Jetzt geht es zu einem weiteren, besonderen Naturerlebnis. Der Lake Duluthi liegt ganz nah bei Arusha und ist doch ein Paradies für seltene Vögel und Reptilien. Mit uns können Sie auch andere Aktivitäten unternehmen, zum Beispiel Canoeing am Lake Duluthi in Arusha. Und Alvin nimmt Sie gerne mit. Hier kommen Sie vielen Vögeln ganz nah, dem Webervogel oder unzähligen Reihern und Kormoranen. Aber am spannendsten ist es, die großen Warane des Sees aufzuspüren. Schon geht es weiter, diesmal in den Arusha-Nationalpark, an den Hängen des Mount Meru. Nicht weit von den Flamingos können Sie die seltenen Kolobusaffen mit ihren weißen, buschigen Schwänzen beobachten. Und vielleicht entdecken Sie eine der scheuen Grünmeerkatzen. Im Arusha-Nationalpark halten die Ranger eine weitere Attraktion für Sie bereit. Kommen Sie mit den Wildhütern auf die Walking Safari und wandern Sie mit ihnen zu Fuß ganz nah an den Tieren durch den Busch.
Und natürlich gehört auch ein Besuch an einem der Wasserfälle am Mount Meru dazu. Now we are at the entry point of Lake Manyara National Park. Hier geht es in den Manyara Nationalpark. Er ist berühmt für Löwen, die auf die Bäume klettern. So welcome and explore Lake Manyara National Park. Fahrt durch den Park entlang dem Lake Manyara gibt es eine Menge zu sehen. Aber die Hauptattraktion sind natürlich die Raubkatzen auf den Bäumen. Von dort oben halten sie nach Beute Ausschau oder ruhen sich einfach aus. Serval Adventure führt sie durch alle Nationalparks im Norden Tansanias und garantiert ein unvergessliches Erlebnis mit den Wildtieren Ostafrikas. Ich freue mich, Sie bald in Tansania begrüßen zu dürfen. Hakuna Matata.